bleibt es bei der Verwarnung. Jorgic jetzt mit einem Rückhandaufschlag. Und mit einem Feuerwerk hinterher. Wieder der Ball mit der Rückhand in die Tiefe. Vorhand von Steger. Das macht er mit einer gewissen... Für Saarbrücken. Hier, das meinte ich. Das war wieder, weil sie hinterm Tisch etwas Zeit haben. Schön verladen. Auf dem falschen Fuß erwischt. Jorgic auf dem Weg in die andere Ecke. Steger klappt ab. Und einen langen Aufschlag und sind dann überrascht, wenn er dann doch lang kommt. Und Generationenduell sozusagen. Unerreichbar wird. Tolle Winkel hier, Ball immer noch im Spiel. Wunderbar gemacht von Darko Jorgic. Steger hatte zwischendurch einen wahnsinnig guten Winkel schon nach außen gespielt, aber Jorgic holt den noch und kann sich dann selbst wieder in die Position bringen, mit der Vorhand vollenden zu können. Ziemlich fest. Vorsprung für Werder. Da hat man das gut gesehen. Natürlich kann es da genauso einschlagen, keine Frage. Das war ein sehr guter Ball. Und das war eine Da ist das. Wieder kurz Vorhand gespielt. Das meine ich. Einzelsieg heute zu holen. Und da ist es auch. Und da reißt er auch die Faust nach oben zurecht. Das hat er sich absolut verdient. Bastian Steger holt sich mit einem 3:2 diesen Sieg gegen Darko Jorgic. Und jetzt haben wir eben diese Situation.